Gerade war es hier noch ziemlich trocken, jetzt bekomme ich schon ganz schön nasse Füße. Es kann ganz plötzlich gehen und überall passieren. Genaue Vorhersagen sind fast unmöglich. Ein heftiges Gewitter im Hochsommer reicht aus und es fällt mehr Regen, als der Boden aufnehmen kann. Wege verwandeln sich in Wasserstraßen, weil die Kanalisation überläuft oder Bäche über die Ufer treten. Die Sturzflut trifft die Menschen unvorbereitet und ergießt sich in Häuser und Keller. Seit 1999 machen wir schon Wasserschutzmaßnahmen und man erlebt im Laufe von der Zeit unheimlich viele Geschichten, auch sehr, sehr bewegende Sachen. Ich habe schon Filmmaterial bekommen von Kunden, die live mitfilmen konnten, wie das Wasser durch die Fensteröffnungen eingedrungen ist. Parallel haben sie versucht, das Wasser wegzuschöpfen. Also es sind teilweise wirklich sehr, sehr, ja, sehr bewegende Geschichten. Heute nutzen viele Menschen ihren Keller als Wohnraum. Sie wollen Licht und Lüftung, aber denken beim Bau oder Umbau oft nicht an den Schutz vor Naturgewalten. Wir kamen nach Hause und das Wasser stand im Keller. Wir haben nach der Leckstelle gesucht, haben keine gefunden. Was wir gesehen haben, war, dass hier in diesem Schachtbereich das Wasser wie in einem Aquarium stand. Und letztlich sind wir dann drauf gekommen, dass es unterhalb der Fensterbank dann reingelaufen ist. Damit man sich besser vorstellen kann, was eine Sturzflut anrichtet, haben die Techniker vom Wasserbaulabor der Universität der Bundeswehr München ein Modell gebaut. So spannend das Schauspiel auch sein mag, raus aus der Gefahrenzone. Denn die Welle überschwemmt zuerst Unterführungen und Tiefgaragen, dann Unter- und Erdgeschosse. Ungesicherte Öltanks können dabei aufschwimmen und auslaufen. Wenn vorher noch Zeit bleibt, Gas abdrehen, Heizung und Strom abschalten. Aber Vorsicht, wenn der Hauptstromanschluss im Keller liegt oder in der Gegend ein Blitz eingeschlagen hat. Also grundsätzlich kann bei einem vollgelaufenen Keller der Keller unter Strom stehen. Das ist auch durch einen Laien unglaublich schwer oder kaum feststellbar. Und da sollte man unbedingt den Keller nicht mehr betreten, bis durch Experten wirklich festgestellt wurde, dass der Strom abgeschalten ist oder eben abgeschalten wurde durch den Energieversorger. Auch ins Auto sollte man nicht mehr steigen, wenn das Wasser über den Rädern steht. Bei laufendem Motor droht schwerer Schaden. Nasse Füße werden wir in Zukunft wohl häufiger bekommen, denn das Wetter wird immer extremer und richtet immer größere Schäden an. Und das kann uns alle treffen. Deswegen sollte man rechtzeitig vorsorgen. Zum Beispiel wasserdichte Fenster einbauen, Lichtschächte unter die Fensterkante absenken, alle Wanddurchbrüche abdichten und die Abflussrohre gegen Rückstau aus dem Kanal sichern. Dinge von persönlichem Wert, aber vor allem Chemikalien, Farbe oder Lacke, hoch oder gleich in oberen Stockwerken lagern. Und draußen Geräte oder Mülltonnen im Schuppen fest verschließen. Mit vorbereiteten Sandsäcken lassen sich Öffnungen kurzfristig abdichten. Je nachdem, wie und wo das eigene Heim gefährdet ist und sich schützen lässt. Also, jeder sollte sich informieren und für sich die beste Lösung finden. Ich habe meine.